Hallo ihr Lieben und willkommen zu Türchen Nummer 21. Heute bin ich alleine. Haben wir ja gestern schon angeteased, dass ich heute alleine aufmache. Es ist wieder ziemlich spät. Ich bin eben erst von der Arbeit gekommen. Ich bin fix und fertig. Aber wir packen jetzt noch zusammen das Türchen Nummer 21 aus. Ich habe wieder den super schönen, ja, Kranz da stehen. Der bleibt hier auch wieder stehen. Und ja, ich würde sagen, wir legen direkt los und packen aus. Und beginnen heute mit dem Päckchen Nummer 21 von der Lisa. Außen sehen wir schon mal kein Haribo, sondern von Sugarland Mini Fruities. Ist das Lidl? Weiß ich jetzt. Oder Aldi? Weiß ich jetzt nicht so genau. Könnte Lidl sein. Aber ist ja auch egal. Mag ich auf jeden Fall sehr gerne. Dankeschön schon mal, oh, dafür. Sehr gut festgeklebt. Aber das kennen wir von ihr, ja. Da sind sie. Super. So, packen wir weitere aus. Oh. So. Da ist auf jeden Fall wieder mehr drin. Ui, das ist ja toll. Moment. Sehr praktisch, was da alles drin ist. Moment. So. Halleluja. So, das schmeißen wir mal weg. Ich nehme das mal gerade aus dem Bild. Anfangen tun wir hiermit. Das sind Klettpunkte. Die müssen vom Action sein. Die habe ich auch in Schwarz und in Weiß. Kann man super gebrauchen, um Verschlüsse zu machen, wie zum Beispiel für ein Goodie-Bag oder so. Super kann ich gebrauchen. Dankeschön. Das legen wir mal nach da. Wo ist denn das Licht hin heute? Ist das Licht weg? Oder ich bin zu weit da drüben, glaube ich. Naja. Dann haben wir einmal den Acryllack vom Action, der Glossy, der die Resin-Teilchen ja, zum Glänzen bringen kann. Super, Dankeschön. Sehr cool. Natürlich nicht nur Resin-Teile, andere Sachen. Natürlich auch. Und da freue ich mich auch mega drüber. Der ist super. Der Schmucksteinklebepen von Stanger, vom Teddy ist der, für 1,50 €. Der ist perfekt. Also der ist absolut genial. Ich mag den sehr, sehr gerne, um die ja, Schmucksteine praktisch zu befestigen. Klebt Bombe. Vielen, vielen lieben Dank. Kann ich alles absolut gut gebrauchen. Freue ich mich. Kommen wir zum Türchen Nummer 21 von der lieben Sassi. Ein Haribo-Tütchen sehe ich schon. Ja. Die Fan-Edition sogar. Goldbeeren, eure sechs Siegersorten. Oh, welche Sorten sind denn da drin? Schauen wir mal. Ah, da steht's. Haben wir einmal Aprikose, Waldmeister, Kirsche, Grapefruit, Heidelbeere und Wassermelone. Das finde ich geil. Die kenne ich noch nicht, die habe ich noch nicht getestet. Freue ich mich schon drauf. Da ist das blaue Gummibärchen mit Heidelbeergeschmack. Und Waldmeister mag ich sehr gerne als Götterspeise. Könnte mir auch sehr gut geschmecken. Aprikose, Kirsche mag ich auch. Ja, bin ich sehr gespannt. Dankeschön. Dann kann ich das mal testen. Finde ich super. Und da war noch was. Ach, was ist das denn? Wie süß ist das denn bitte? Ja, alles, was ich sehr gerne mag, Einhörner und Feen, liebe ich ja. Ich glaube, das sind Nagelfeilen. Ja, ich lasse das mal drin, aber es sieht man so schon. Das sind Nagelfeilen und die sind super, super schön. Ja, gefallen mir sehr, sehr gut. Die Wolken haben keine Gesichter, glaube ich. Ich muss mal kurz gucken. Nee, sah nur so aus, weil das hat nur ein paar Punkte. Aber mit Einhörnern und mit Feen finde ich klasse. Und hier so ein bisschen im Totoro-Stil, ne, oder? Kann man so sagen. Nein. Vielen lieben Dank, freue ich mich. Und kommen wir zum, ja, da ist wieder eine Zahl runter, aber das war die einzige mit einer 2, irgendwie die 21 hätte sein können. Deswegen, ja, nehmen wir die, da wir die noch nicht hatten. Ja, da hat sie ganz, ganz viele kleine Flächen eingepackt mit Mikroperlen. Hole ich jetzt nicht raus, man sieht es ja. Da sind pinke und weiße, grüne und so ganz, ganz kleine Mikroperlen. Die sind natürlich auch sehr praktisch für Shaker-Molds, oder? Fällt mir gerade ein. Für so diese Shaker-Resin-Teilchen. Ja, kann ich mir die sehr gut vorstellen. Dankeschön. Freue ich mich. Und kommen wir zur Karte am 21.
So, mal gucken, ob ich das heute wieder besser aufbekomme als die Tage zuvor. So, haben wir richtig rum, also so, dass wir noch nichts sehen. Ja, das haben wir. So, auch wieder eine schöne Farbe. Liebe ich ja, diese hellen, pastelligen Töne. Oh, oh, die ist ja Hammer. Die sieht ganz, ganz toll aus. Ich hole sie mal raus. Mega, mega schön. Ja, wow. Da hat sie den Glitterkarton genommen vom Action und dann mit Herzchen und dann hier ausgestanzt die Einhörner und dann noch rote passende Herzchen dazu. Mega, mega schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dankeschön. Mackisch. Ah, und da haben wir, Moment, ich mach mal so. Und da haben wir noch Glitzersteinchen in Rosa. Kann ich natürlich auch absolut gut gebrauchen. Ihr wisst ja, ich liebe es, in Rosa zu basteln. Freue ich mich. Ja, ihr Lieben, ich habe fertig. Vielen lieben Dank euch dreien für mein Türchen Nummer 21. Der Adventskalender neigt sich so langsam dem Ende zu. 3 Tage haben wir noch, 3 Tage sehen wir uns noch. Und da freue ich mich. Ja, Juna ist auch da, wie ihr gesehen habt. Und ich wünsche euch eine gute Nacht und einen guten Start in den morgigen Tag. Macht's gut. Ciao.